Und Paul Klünzing ist zugeschaltet aus Dortmund. Ja, ich dachte, vielleicht ist es noch ein bisschen früh. Anstoß ist ja erst um 18 Uhr. Aber du bist ja mit deinem Camper Tag und Nacht unterwegs und hast bestimmt schon einige Fans getroffen und kannst uns verraten, was für heute geplant ist. Ja, ich muss sagen, also heute hatte ich wirklich Glück mit meinem Campingleben, denn man kann schon hinter mir sehen, zum einen die Portugiesen auch hier, die geben hier schon richtig Gas, und zum anderen haben wir hier auch türkische Camper. Und dann haben wir das Match heute hier schon, Türkei gegen Portugal, und wir fragen einfach mal nach, wie es denn heute ausgeht. At first the question, what will be the result tonight and why? 3-0, 3-0. Because we're better than them, that's it, 3-0. Also er glaubt, ein klares 3-0 für Portugal heute Abend. Wir müssen natürlich die Gegenfrage stellen, die Türkei auch hier. Wie geht's heute aus und wieso? Also, es wird auf jeden Fall ein hartes Kampf, also ein harten Kampf, ein hartes Spiel. Aber ich bin sehr optimistisch. 2-1 für Türkei. So, he thinks 2-1 for Turkey. Also, das glauben Sie erstmal nicht. Ich will vielleicht auch mal ein bisschen auf das Campingleben hier eingehen, weil das doch sehr spannend ist. Portugal ja doch sehr, sehr weit weg. Vielleicht fragen wir mal nach, wie weit Sie gefahren sind und wie lange. So, can you tell me, how long did you drive here? 3 days, 2 nights and 2,200 kilometers from Coimbra to Dortmund. Also, er hat gesagt, über 2200 Kilometer sind es hierher nach Dortmund. Über 3 Tage sind sie hierher gefahren. Hinter mir kann man auch das Basecamp sehen. Ich will aber auch bei den türkischen Fans nachfragen. Camping bei Türken, das kenne ich tatsächlich jetzt nicht so. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Das war gerade tatsächlich ein Erlebnis für die Kinder. Das war der Wunsch von denen und wir haben gesagt, das machen wir. Zu dem Portugal-Spiel sind wir auf jeden Fall mit dabei, mit dem Camper. Ich will einmal vielleicht kurz durchgehen zu diesem Campingplatz, auch bei den Portugiesen. Eine witzige Situation will ich hier auch mal zeigen. Ein Kumpel konnte leider nicht mitkommen, den haben sie aber ausgedruckt und sozusagen als Gummipuppe mitgenommen. Musik ist natürlich auch hier. Was nicht fehlen darf, ist auch dieses Gerät hier. Viel frisches Bier, in dem Fall Heineken, also kein deutsches Bier. Und wir wollen auch einmal zum Camp, zumindest von hier, gucken, zu den Türken. Die haben sich auch ein schönes Gerät hier geholt. Also die Stimmung hier auf dem Campingplatz in Dortmund ist sehr, sehr gut. Und wir blicken dann natürlich auf heute Abend ein spannendes Spiel. Und hier ist die Stimmung gut. Wir können vielleicht noch mal zeigen, die Fans sind hier gut drauf. Stimmung also wirklich gut heute Abend, sehen wir hier sowohl Portugiesen als auch die Türken. Und der eine Kumpel, okay, der wurde also sozusagen im Stuhl ersetzt. Danke dir, Paul, für diesen Stimmungsbericht.